Ja, herzlich willkommen hier im Vereinsheim des Hessischen Starken. 11. Spieltag NOFV Oberliga Nord. Der heimische Hessischen Starken trat auf Lichtenberg 47. Endstand vor 200 zahlenden Zuschauern 5:1 für Lichtenberg, Halbzeit 2:1 für Lichtenberg. Ja, Lichtenberg als Tabellenführer kam her, hatte nach dem Pokal aus bestimmt ein bisschen Bauchschmerzen. Ich denke, heute haben sie es gerade gerückt. Und mal hören, was die Trainer zum heutigen Spiel sagen. Als erstes, als Gast, wie hast du das heute erlebt? Nachdem eben im Pokal, du hattest es ja selber gesagt, vielleicht da nicht der Pokalfight richtig angenommen wurde. Ja, erstmal hallo in die Runde. Auch erstmal vielen Dank für den wie immer herzlichen Empfang hier. Wahrscheinlich ist das immer so, aber ich erlebe das jedes Mal so. Bin heute mit meiner Mannschaft sehr zufrieden, weil wir hier in Starken gewinnen konnten. Ich denke, dass das auf diesem Platz auch jedes Mal schwierig ist, weil man sieht, dass egal wie man jetzt in Führung geht oder 2-0 führt, dass es schnell geht auf dem Platz. Wir gehen dann durch den Standard, kriegen wir nochmal einen Anschlusstreffer, dann ist es automatisch vielleicht nochmal heiß. Aber insgesamt denke ich, dass meine Mannschaft heute wenig Ballverluste hatte, wenig Pressing-Situationen irgendwie gestaltet wurden, aber Probleme hatten, sehr effiziente Torchancenausnutzung an der Stelle sicherlich auch von den Fehlern des Gegners heute ein bisschen begünstigt, aber auch die dann eiskalt genutzt und am Ende denke ich ein verdienter Sieg für uns. Pokal, wie mir das glaubt oder nicht, ist mir am Ende völlig wurscht. Ich sage warum, weil die Haltung Lichtenberg ähnlich ist, wahrscheinlich wie bei euch in 2-3 Jahren, wenn er fleißig bleibt. Denn Lichtenberg 47 kann in der 95. Minute gegen einen Oberligisten durchaus rausfliegen. Und wenn man dann das nicht auf dem Zettel hat und ein bisschen demütig bleibt und guckt, dass man das jede Woche machen muss, dann hat man irgendwann ein Problem, dass die Erwartungshaltung zu hoch ist. Und ich kenne nicht viel vom SC Starken, vom Inhalt, aber ich glaube, dass sie ähnlich trainiert wie wir. Ich glaube, dass sie ähnliche Situationen haben wie bei uns, dass ein Philipp Einsehbar im Urlaub ist, dass ein Grüneberg mal im Urlaub ist. Bei uns ist glaube ich ähnlich. Und damit müssen wir jede Woche umgehen. Das macht meine Mannschaft bis hierhin hervorragend. Ich wünsche euch jetzt erstmal so viele Punkte wie möglich noch. Und dann freue ich mich auf ein Rückspiel im Zorspiel. Dann im neuen Jahr. Vielen Dank. Ja, Jeff. Stand heute, glaube ich, unter Jugend forscht, wenn ich das so gesehen habe. Und ich denke auch, die Jungs haben alles gegeben. Deine Einschätzung? Ja, Jugend forscht. Wir haben heute ja, 3 Spieler auf dem Platz gehabt, die heute das erste Mal starten durften in der Liga. Ich denke, wir haben in den ersten 20 Minuten gerade, was das Spiel hinter 3 da vorne angeht, war es für die etwas schwieriger reinzukommen, gerade was die Laufwege dann betrifft, ja, obwohl wir es trainiert hatten. Im Spiel ist es dann vielleicht doch immer noch mal anders, man kann das nicht zu 100% simulieren. Ich denke, dass wir dann aber nach 20, 25 Minuten, dass wir es dann auch defensiv besser gemacht haben. Leider stand es da schon 2-0. Ich glaube, auch in dem Zeitraum machen wir dann irgendwann 30. das 2-1. Und wir spielen das, denke ich, dann auch von dort aus bis zur Halbzeit ordentlich. Ja, haben uns dann in der Halbzeit vorgenommen, vielleicht etwas offensiver zu werden, gerade was das Spiel dann gegen den Ball angeht. Wir hatten dann auch, glaube ich, in der zweiten Halbzeit die erste gute Tormöglichkeit, ja, die wir nicht machen. Und fangen uns dann natürlich ja, schon wieder das 2-0. Ein sehr blödes Tor, muss ich sagen. Das ist nicht das erste Mal in der Saison, wo wir nicht einfach konsequent sind im Defensivverhalten oder nicht frühzeitig miteinander reden. Sieht dann immer so aus, du, ich hab ihn. Ja, und der Gegner sagt Danke. Und ja, es ist natürlich schwer hier zu Hause gegen den Tabellenführer, der nun so viel Ballbesitz hat, das Spiel dann nochmal zu drehen oder nochmal reinzukommen beim 3-1. Und ja, das 4. und das 5. Tor, weiß ich nicht, ob man das unbedingt pfeifen muss. Ja, das 4. Tor, das ist ein Foulspiel an 24 Metern. Ich denke, diese Situation hatten wir heute 20 Mal während des Spiels gehabt, wo nicht unbedingt gepfiffen wurde. Und das 5. Und dazu brauchen wir nicht viel zu sagen. Wenn das ein Elfmeter ist, dann haben wir jedem Spiel 4-5 Elfmeter. Gut, aber daran soll es heute definitiv nicht gelegen haben. Wir haben es halt einfach nicht so gut gemacht wie vor 2 Wochen. Gegen Lichtenberg darf man sich in der Defensive
wenig Fehler erlauben, beziehungsweise kaum Fehler. Das haben wir geschafft und heute haben wir es hier bei uns auf dem Platz nicht geschafft. Und ja, was das Spiel nach vorne geht, hatten wir einige Möglichkeiten, ja, aber sie auch nicht so genutzt, wie wir es vielleicht im Pokalspiel genutzt haben. Mit der ersten Chance gleich das erste Tor zu machen, ist dann halt Fußball gegen eine Mannschaft wie Lichtenberg. Es ist dann brutal schwierig, dann auch ja, zurückzukommen oder überhaupt dann was mitzunehmen. Wir müssen jetzt den Mund abwischen. Wir hatten das Ergebnis auch schon im letzten Jahr leider bei Lichtenberg, heute wieder hier. Und ja, wir müssen jetzt zusehen, wie Juri gesagt hat, dass wir so viele Punkte wie möglich sammeln bis zum Winter und dann ja, zusehen, wie es dann weitergeht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Dieter. Fragen aus der Fußballwoche? Fußballwoche, ja. Ich wollte nochmal sein zu fragen, was zur Kadersituation. Bisschen laut da bitte. Giegold war ja nicht da, Buske war nicht da. Was, also, was ist bei denen? Was ist mit denen? Hugo hat es ja gerade angesprochen. Wir sind keine Profifußballer. Die Jungs müssen sich auch ab und an mal im Urlaub gönnen. Mhm. Luis hat sich leider letzte Woche verletzt. Luis Buske im Spiel gegen Alt-Wiedersdorf. Und Giegold hat heute gefehlt, Aksakal hat gefehlt, sind alle im Urlaub. Vielen Dank. Ja, wenn keine weiteren Fragen habt, bedanke ich mich bei euch für eure Statements und wünsche allen einen guten Nachhauseweg und kommt alle wieder.